Moin Leute, sind wir live bei Twitch? Kommt irgendjemand mit dazu? Ich hoffe, das ist Kommt nachträglich. irgendjemand Wow, mit hier. Ich habe doch dazu? Ton Ich gerade hoffe, das ist ausgemacht. nach. So, ich hoffe, dass es nachträglich auch zu YouTube kommen darf. Das ist immer copyrightmäßig gar nicht so einfach. Deswegen bei Twitch erstmal. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und zwar wurde ich gestern hart getriggert und habe gedacht, so Mensch, das muss ich mir jetzt mal vornehmen, dass wir darüber sprechen. Und zwar ist das, wo ist denn das? So, jetzt muss ich sie überhaupt Kevin. erstmal anmachen. Und zwar geht es um die Doku, nicht die Doku, ein Interview von 1985, Kevin Russell zu Besuch der Sänger der Bösen Onkels, zu Besuch im Alabama. Eine wirklich, ja, krasse Diskussion. Krasse Diskussion, muss man sagen. Es ist ein Highlight nach wie vor, womit die Onkels auch sehr offen umgehen. Auch auf der Seite der Onkels ist das Video zu sehen und so weiter. Die Onkels gehen damit ja sehr offen um, was ich sehr gut finde. Und bevor jetzt hier wieder die Fanboys der Onkels ausrasten, oder das ist ja, die haben ja ein sehr unterschiedliches Fangelage. Da gibt es welche, die sind sehr, sehr dünnhäutig, wenn man was gegen die Onkels sagt und ihre Vergangenheit anspricht und so weiter, die dann ausrasten und dann das Gefühl haben, sie müssten jetzt die Ehre der Onkels dann im Internet verteidigen auf ganz ja, harte Art und Weise mit Beleidigungen, Bedrohungen und so weiter. Chris 420, Dankeschön. Die Onkels haben ein Recht auf Veränderung. Es ist viele, viele Jahre her. Ich werde nur immer wieder hart getriggert bei dem Thema böse Onkels, weil es mein Einstieg in die Radikalisierung war. Und ich greife das zum Thema auf, weil ich gestern zwei Begegnungen hatte ich gestern. Deswegen habe ich gedacht, heute widme ich mich mal dem Thema. Ich hatte gestern zwei Begegnungen. Und zwar habe ich gestern einen ehemaligen Weggefährten von mir gesehen, wo ich mit bitterbösen Blicken gestraft worden bin. Ein Weggefährte von mir von vor über 25 Jahren oder so, immer noch wahrscheinlich stramm auf Linie, der mich dann versucht hat, mit Blicken niederzumachen. Da kommt natürlich die Erinnerung, dass mein Onkel zusammengehört hat und so weiter. Und danach bin ich mit meiner Marisa, bin ich nach Groß-Parin gefahren. Das wird jetzt einigen hier nichts sagen, der Ort Groß-Parin. Ralf Ehrenmott, der Ort Groß-Parin wird hier einigen wahrscheinlich nichts sagen. Aber in Groß-Parin, das ist ein kleiner Vorort von Lübeck und der grenzt an Stockelsdorf, wo ich herkomme. Ich glaube, Groß-Parin gehört sogar zu Stockelsdorf, nee, gehört zu Bad Schwartau. Und in Groß-Parin haben die Onkels 1985 vom LKW runtergespielt, vor 600 Skinheads, rechten Boneheads, Hooligans und so weiter. Ein sehr, sehr bekanntes Konzert der Onkels. Ich glaube, eines der letzten Konzerte, wo sie überhaupt vor einem reinen oder einem sehr, sehr, sehr rechten Publikum gespielt haben. Genau am Pariner Berg. Genau dort haben die Onkels gespielt, von einem LKW runter. Ich war da leider zu jung, da war ich 7 Jahre alt. Wäre schon eine krasse Nummer gewesen, wenn ich dort damals dabei gewesen wäre. Das ist natürlich, sowas prägt sich wahrscheinlich ein. Genau, und Kevin soll das, steht auch auf der Onkels-Seite drauf, das erinnere ich mich, davon gibt es mehrere Demo-Tapes. Ich weiß nicht, ob die lizenziert sind, freigegeben sind und so weiter. Da gibt es Live-Aufnahmen von. Und da dichtet auch Kevin das Lied Deutschland um und singt dann Deutsche Frauen, deutsches Bier. Ich weiß es gar nicht mehr, deutsches Deutsche Frauen. Ich glaube, es war in dem deutschen Lied. Ich glaube, es war Deutsche Frauen, deutsches Bier, Schwarz, Rot, Gold, wir stehen zu dir. Und er hat dann umgetextet, glaube ich, auf diesem Tape: Schwarz, Weiß, Rot, wir stehen zu dir. Die Band fand das dann nicht so gut und so weiter. Aber das ist halt hier in Groß-Parin. Und da war ich gestern mit Marisa mit dem Wohnmobil unterwegs. Und ich stand da mit dem Wohnmobil, wo dieses Konzert war. Und dann vorher diese Begegnung und dann, wo dieses Konzert war, weil, das kann ich auch sagen, falls jemand mal in Lübeck ist, fahrt nach Groß- oder Klein-Parin und von dort hat man den besten Blick auf Lübeck. Ist der wunderschönste Blick auf Lübeck. Man sieht die Kirchtürme, man sieht die Altstadt von dort, also die Altstadtinsel und so weiter. Ist ein absoluter Hotspot. So gut wie nie was los. Ich fahre da sehr gerne mit dem Fahrrad hin. Da sind wir gestern mit dem Wohnmobil hin. Deswegen werde ich heute dieses aufgreifen, weil ich weiß, in diesem Thema beim Alabama, wo die zu Besuch waren in dieser Talkshow, wird auch kurz Lübeck erwähnt. Und da habe ich gedacht, meine Güte, an einem Montagmorgen, bevor ich zur Arbeit los muss,
habe ich gedacht, Mensch, da kann ich mit euch das dann auch machen. Genau, moin zusammen, oh, Onkels vergangen, incoming, ja. Klar, der Rest, Wrestleband fand die ersten Jahre nie was gut, war immer nur der Kevin alleine. Ja, ja, genau, viel stimmt. Aber ich will jetzt gar nicht so auf den rumhacken. Ich muss dazu sagen, bevor jetzt jemand hier gleich hatet, hier in diesem Interview geht es schon ziemlich direkt zur Sache. Und wisst ihr, das ist so manchmal so, was mir heutzutage manchmal so fehlt, sind halt so Diskussionen, nicht nur von gelackmeierten, durchgebügelten, alle Typen, sondern hier sind mal, hier sind junge Migranten, ältere Migranten auf Skinheads, auf Hooligans, auf unpolitische Skinheads getroffen und so weiter, wo ich mal sagte, ja, okay, da war noch mal Pfeffer drin, ne? Heute Talkshow bin ich ja so gut wie immer raus, langweilig sein Urgroßvater. Also, Dankeschön, dass ihr mit dabei seid, wir steigen hier mal rein und volle Attacke mit Axel, so. Kevin, ihr habt ihn eben gesehen, der Sänger der Bösen Onkels, ist 21 Jahre alt. Wie ihr unschwer an den Armen erkennen könnt, er arbeitet zurzeit in einem Tätowierstudio. Gelernt hast du... Ich habe gar nichts gelernt. Okay, du hast dafür sehr viele Jobs gemacht, als bei der Müllabfuhr, als Packer, bei der Lufthansa und so weiter. Last not least, Irini. Irini ist 22 Jahre alt, Griechin und holt derzeit ihr Abitur auf dem zweiten Bildungsweg nach. Ihr habt gerade gesungen. Das ist ja halt auch so Sachen, wie man da so aufeinander trifft. Das ist natürlich, wo ich sage, so ja, das ist schon, das ist so krass, dass man diese Runden damals so gemacht hat und so halb stehen, Kamera. Ich muss immer wieder schmunzeln, wenn ich den Slang von Kevin höre, den Hamburger Snack. Da finde ich einfach grandios. Ich habe eine Frage. Konnte der Kevin wirklich tätowieren? War das, wo man gesagt hat, okay, da ist man raus und hat gesagt, geile Arbeit? Oder hat man nur gesagt, ja, sieht halt, geht so aus, aber dafür ist es von Kevin, von den Onkels? Ich habe da überhaupt keine Ahnung davon, ob der als Tätowierer was taugte. Hat da jemand Ahnung von? Ja, nur weil jemand singen kann und eine erfolgreiche Band hat, muss man sagen, Bösen Onkels mit Sicherheit eine der erfolgreichsten Bands Deutschlands. Bevor ich, guck mal hier, was ich schon geschädigt bin mit Onkels-Themen, weil die Fans um die Ecke kommen. Anonymer, grüß dich. Damals konnte man sich Fred Perry auch noch leisten. Ja, Fred Perry gehörte ja zum guten Ton. Ich hatte auch mit Sicherheit 10, 12 Fred Perry Polo-Hemden in meinem Kleiderschrank. Aber konnte der tätowieren? Weiß das hier jemand? Na gut, schreibt es, falls jemand in die Kommentare später, falls es zu YouTube kommt, würde mich mal so interessieren. Deutschland vorne, denn darauf bist du stolz. Kevin, an dich die Frage. In Deutschland ist jeder Siebte ein Ausländer. Bist du auch stolz darauf, dass die Deutschen es geschafft haben, so viele Millionen Menschen ein Zuhause zu geben und Arbeit? Also das ist mal eine ganz schwere Frage zuerst. So muss das sein. Natürlich finde ich das schon mal sehr gut, dass viele Arbeitsplätze auch geschaffen wurden, auch durch die Hilfe Ausländer, ja. Aber die Probleme, die wir zum Beispiel mit Ausländern haben, mit Jugendbanden und so weiter, da kommt es zu öfters zu schweren Schlägereien und so weiter, mit denen müssen wir uns schließlich aussetzen. Und die Probleme, die werden von den meisten Leuten gar nicht anerkannt, ja. Die werden einfach abgeschoben und im Prinzip stehen wir allein damit da, ne. Womit? Also diese Thematiken ist ja auch immer so spannend, dass man das 1985 sieht, ja, also die Mauer noch nicht gefallen, Kevin zu dem Zeitpunkt ja auch schon 21 Jahre alt, da geht es ja dann jetzt auch wirklich stramm, ich glaube 60 Jahre alt wird dann dieses Jahr, ne? Oder? So 64 geboren, 1964, 36... 59, 59, 60 Jahre alt, muss man auch mal so sagen, hat ja in seinem Leben auch schon ein bisschen was durch, ne? Was Alkohol, Drogen, Knast, Unfälle und so weiter angeht, ist da natürlich jemand, der seinem Körper auch schon einiges angetan hat. Ja, und diese Problematik ist natürlich dann immer cool, also hier muss man sagen, hier wird ja schon differenziert gesprochen, ja? Also auch hier achtet er 1985 dann schon drauf, so ja, nicht alle Ausländer, aber die Banden, ne? Und wir die Armen müssen das ausbaden, wir sind dann die Kämpfer, die dann da ran müssen und
dass wir dann den Ärger haben. Und wir suchen gar keinen Ärger, das sind alles nur die, die Ärger suchen. Ich kann das sagen, selbst noch was in den 90ern war, als die normale Skinhead-Bewegung, was da los war, da gab es jedes Wochenende Krawall, jedes Wochenende Schlägerei. Das war eine ganz, ganz andere Zeit. Und in den 80ern, wie gesagt, das ist, da kann ich nicht viel zu tun. Ich weiß, dass ich nachher die üblichen Verdächtigen bei mir melden per WhatsApp und E-Mail, die dann auch noch Input dazu geben können. Vielleicht haben wir ja den einen oder anderen Zeitzeugen mal, der Bock hat, hier auch in den Livestream reinzukommen und über diese Zeit in den 80ern vielleicht mal zu sprechen. Das würde mich auch mal interessieren. Tobito, Dankeschön, Ehre geht raus. Kevin. Oh ja, wie gesagt, mit Schlägereien, dass sich Banden zusammentun. Da gibt es mehrere Ausländer, die sich in Banden schließen und Leute anpöbeln, angrapschen, zusammenhauen und so weiter. Warum, weiß ich auch nicht, aber das, der Hass, der stößt immer auf Gegengewalt, ist meine Meinung. Und ihr seid die Einzigen, die sich dem stellen? Ja, ich stelle mich dazu, natürlich. Ist das Giovanni Di Lorenzo? Ist das der, der da nachher Riverboat und so gemacht hat? Ich weiß nicht, Riverboat oder was hat er gemacht? Oder Freitagabend-Talk? Das ist seine Stimme, ne? Ja, also ist natürlich auch geil so. Guck mal, das Rumgeopfer ist keine neue Erfindung, oder? Das Rumgeopfer ist echt keine neue Erfindung. Das ist immer so geil. Also, ich fühle das, wenn man das sagt, wie man wächst in der Großstadt auf, in Frankfurt und sonst was, ist wahrscheinlich was, ist ein bisschen was anderes, das, was man in der Großstadt dann erlebt, auch 1985, keine Ahnung. Und wenn du dann auch nicht so behütet aufwächst, sondern vielleicht in gewissen Stadtteilen, die dann auch als Problemstadtteile bekannt waren und so weiter, wo die Politik dann auch versagt hat und dort sozusagen fast ghettoähnliche Zustände zugelassen oder Ghettos zugelassen hat, das muss man leider echt so sagen. Dass man dann natürlich darauf stößt, dass wenn man dann selber auch ausgegrenzt wurde oder angemacht wurde, dass man dann in diese Anti-Haltung geht und glaubt, man ist jetzt wirklich der Rächer für Deutschland. Ne? Ich selber, wir sind jetzt die Guten. Ne? Also das ist schon ein Phänomen, was sich dann echt so seit 40 Jahren, 50 Jahren durchzieht. Immer dieses Rumgeopfer. Wir wehren uns ja nur, und wenn es nur uns Skinheads geben würde, die ein bisschen abhitlern, dann wäre alles in Ordnung. Ja. Stefan, ich meine, so vom Aussehen würde ich sagen, der Kevin sieht nicht gerade vertrauenserweckend aus. Ich meine, denken denn viele Deutsche so wie ihr? Zu wenig, glaube ich, manchmal. Also ich würde zu der ganzen Sache sagen, also die Ausländerprobleme kommen dadurch, die ganze Ausländerfeindlichkeit überhaupt, weil es einfach zu viele Ausländer gibt. Ja? Also hier in Deutschland, sagen wir es mal so. Wenn da mal ein vernünftiger Schlussstrich gemacht werden würde, und versucht langsam die Sache abzubauen in erträglichem Maße, dann gäbe es auch keine Ausländerfeindlichkeit. Und die Rufe nach, also von Faschisten oder Neonazis. Kann man kaum erkennen, oder? Kann man kaum erkennen. Wie geht's euch so? Ich meine, nicht alle werden die Doku kennen. Ich meine, wer jetzt von geschrieben, Freak Steffen, gibt es überhaupt nicht im Dead Chat, das Interview nicht kennt, ist auch ein Klassiker, ja. Aber kann man kaum erkennen, oder? Also habt ihr alle Stefan Weidner erkannt? Also ich musste immer zweimal hingucken. Ich hab den immer kaum erkannt. Ich weiß nicht, was das für eine Zwischenphase bei ihm war. Aber hier hätte man ja wirklich das Gefühl, der wird mir gleich einen Bausparkassenvertrag verkaufen. Ja, inklusive noch, weiß nicht, was in den 80ern war, aber Riester ist bedeutend jünger, aber irgendwie so, oder? Nazis, die finde ich einfach übertrieben, die sind ein bisschen Panikmache, genauso wie jetzt so Bildzeitungsüberschriften über AIDS oder was ich weiß. Würdet ihr euch als ganz normale Bürger bezeichnen? Ja, glaub, ganz normal vielleicht nicht, aber schon, ja. Irene, wie ist deine Erfahrung? Denken die ganz normalen deutschen Bürger, so wie Kevin und Stefan? Es ist ja auch immer, auch damals noch das Gefühl, ne? Ist ja auch damals noch das Gefühl so, wir sprechen für die schweigende Mehrheit, wir sind die Stimme. Spannend, das so von den Onkels zu sehen, ne? Also, ja genau, ganz normale Wutbürger Mitte der Gesellschaft. Ja, Wutbürger, ja genau so ungefähr. Ja, muss man da noch verstehen. Ich habe ja auch immer Verständnis dafür, wenn junge Menschen irgendwie auch mal gegen Gesellschaft wütend sind, rebellieren wollen und so weiter. Es kommt natürlich immer darauf an, wie man es macht, und das muss nicht über Rechtsextremismus kommen, über Hakenkreuz fahren und so weiter. Aber Jugend, nach meiner Meinung, hat ein Recht, mit bestehenden Strukturen auch rebellieren zu dürfen und auch was verändern zu wollen. Also das sehen wir jetzt ja gerade, die Welt wird sich verändern, die Welt muss sich verändern.
Und da müssen sich auch alle irgendwie so ein bisschen dran gewöhnen. Es kommt immer darauf an, wie man es macht. Ne? Aber hier ist so dieser Gedanke so, ja, ja, wir sind hier schon Mitte der Gesellschaft. Nee, also man hat gerade einen Monat vorher vor 600 Skinheads irgendwo in, im Vorort von Lübeck gespielt. Ja, das ist dann nicht Mitte Gesellschaft. Ja, also ich würde sagen, dass es schon sehr viele Jugendliche meiner Meinung nach gibt, die ausländerfeindliche Einstellungen haben. Also leider. Sagen. Efkan, wie sind deine Erfahrungen? Sie wollen du jobst als Taxifahrer auch noch dazu? Ja, ja, klar. Also ich glaube, ihr seid nicht dazu bereit, überhaupt mit Ausländern zu leben. Das ist meine Einstellung. Ihr wollt nicht mit Ausländern leben. Das ist. Da wäre ich vorsichtig, Efkan, weil sonst wären sie nicht hier. Nee, also ich habe meine Erfahrung mit Skins, das weiß ich schon. Ja, ich habe meine Erfahrung mit Ausländern, das ist totaler Quatsch, ja, also... Aber ich meine, ist natürlich spannend, wenn man jetzt so beide... Ich komme auf Weidner nicht klar in dem Video, Alter. Ehre geht raus, Alter. Was für Wahnsinn, oder? Ich komme auf Steffen Weidner überhaupt nicht klar in diesem Video. Man hat ja das Bild der Onkels irgendwie seit 30 Jahren so fast unverändert, wie die aussehen, ne? Und das hat man hier völlig ausgeblendet. Ja, das Spannende ist, hier kommen halt wieder so zwei Extreme aufeinander. Ne? Der eine sagt, ja, die rechten Skinheads, und bevor da auch wieder jemand drauf losgeht, wenn ich heute über Skinheads spreche, ja, dann meine ich heute Faschos-Skinheads, Boneheads und so weiter. Ich weiß, Skinheads gibt's Linke, gibt's unpolitisch und so weiter. Ja, ist gut. Aber zu dieser Zeit, wenn man an Skinheads gedacht hat, da hat man an Nazi-Skinheads gedacht. So einfach, Punkt. Und diese eingefahrenen von, ja, ich habe meine Erfahrung mit Skins gemacht, ich habe meine Erfahrung mit Ausländern gemacht, ja, ihr wollt nicht mit denen wohnen, ja, geil. Also, da fehlt jetzt gleich noch ein bisschen Austausch. Ich bin gespannt, wie Giovanni Di Lorenzo das macht. Hast du dich angesprochen, Efkan, wenn du sagst, wenn der Kevin vorhin sagt, also die schlagen sich, die rotten sich in Banden zusammen und... Ja, das auch. Ich meine, bist du auch ein Schläger? Nein, ich nicht. Ich habe mich immer gegen Schläger eingewendet, aber... Ja. Ja, sag doch ruhig. Halt ihm doch mal die Angel hin. Ich habe ein paar Jahre in Frankfurt gewohnt, ja, und ich weiß ganz genau, was da abgeht mit Street Gangs und den ganzen scheiß grünen Jacken, ja. Also, das ist hier, das ist das Cover von der Bösen Menschen, böse Lieder, ne? Ja, genau, und in Erinnerung gibt es die Onkels halt nur mit Glatze oder langen Haaren. Ein Zwischending ist da nicht vorgesehen, das Zwischending ist echt geil. Das ist, glaube ich, das Cover von der Bösen Menschen, böse Lieder, oder? Und hier, ja, ich kenne nur die Green Jackets, also es gab natürlich auch schon in den 80ern und so weiter, gab es dann auch junge Migranten, die sich dann so auch über so Bomberjacken zusammengetan haben. Es gab dann ganz viele mehr Subkulturen natürlich, ja, also von Tats, Mods, auch Mettler, von hier diese Scooter-Gangs, ja, diese Vespas gefahren haben, Gangs, keine Ahnung mit wem wir alles, dann gab es natürlich klassisch Punks, dann gab es Antifa, dann gab es rechte Skins, Oi-Skins, Sharp-Skins, Wahnsinn, was da los war. Und natürlich kannst du es immer hier drauf beziehen. Ich muss das sagen, ich glaube, der junge Mann hier links outet sich gleich noch als Viking-Jugend, ne? Viking-Jugend oder FAP. Also nicht ganz einfach nur ein Onkels-Fan, sondern schon jemand, der mit einem gewissen politischen Einstellung unterwegs ist. Nicht nur ein Ansaubacher Onkels-Fan. Wenn man einmal in der Hauptwache rumläuft, da sieht man gleich, dass er einem mit scheiß irgendwelchen Stilettmessern da entgegenkommen. Und das ist dermaßen asozial, dass man Angst haben muss, da durchzulaufen. Ja? Und das ist krass, wie die Angstarbeit auch damals schon so genutzt wurde. Egal, wo man dann langgelaufen ist, ist dir jeder mit dem Messer entgegengekommen und so weiter. Damit man das jetzt immer höher hört in dieser Messerdebatte, die wir jetzt ja gerade ganz massiv geführt werden, wird natürlich auch über den Todesfall Luise. Messer waren halt auch schon immer ein Thema. Ne? Das muss man halt auch mal sagen. Aber das ist natürlich krass, dann hier so zu behaupten. Das ist immer dieses Narrativ zu bestimmen und dann zu erzählen, ja, ich gehe die Straße irgendwo lang, da sind nur Messerstecher und deswegen müssen wir halt, brauchen wir die Viking-Jugend. Deutsche, ich habe es erlebt, wie auf der Zeile einer deutschen Frau das Portemonnaie geklaut wurde und die ganzen scheiß Spießer, die standen da Spalier für den Dieb, ja. Und das sind die Zustände, wie sie in Frankfurt sind. Ja, sind halt immer schöne gestandenen Spalier, haben durchgehen lassen, irgendjemand hat irgendjemand beklaut durch. Das sind halt auch so Geschichten so aus der Gruft, das muss halt auch einstudiert haben. Gelix, dankeschön. Man muss halt auch einstudiert haben und ja, selber da dann irgendwie dran glauben. Für mich ist das immer,
Ja, natürlich, wenn jetzt irgendjemand überfallen wird und ich sehe das und da ist ein Messer, geht Eigenschutz auch vor. Also ich lasse mich nicht für ein fremdes Portemonnaie, weil da 80 Mark drin gewesen sind, abstechen. Also ich kann euch das sagen, bitte, bitte wehrt euch auch nicht für ein dummes Telefon oder ein dummes Portemonnaie. Also ist scheiße, wenn es weg ist und geklaut wird, aber sich niederstechen zu lassen für dieses bisschen Elektrik würde ich mich nicht, Elektronik würde ich mich nicht abstechen lassen für. Das sind mindestens 30 Banden, die sich gegenseitig bekriegen, aber wenn es darum geht... Mindestens 30, wenn nicht eher... Ich weiß nicht, macht er jetzt die Zahlen bei den Corona-Demos? Ist er zuständig für die Zahlen bei den Corona-Demos? Ja. Geht eher anständige Leute, Leute, die anständig ihr Geld zu verdienen, wenn es darum geht, die zu beklauen, sind sie sich alle einig. Ja? Glaubst du, dass das die Deutschen nicht machen? Ich weiß, ob es Deutsche machen. Ich weiß, ob es Deutsche machen. Aber ich habe erlebt, dass es Ausländer waren. Überleg dir mal, wenn Ausländer nach Deutschland kommen. Ja, weißt du, wieso die es machen? Weil sie keine Ausbildung haben, weil sie herkommen ohne die Ausbildung. Die haben auch keine Ausbildung. Gut, stell dir vor, bei Eschborn, wo ich gewohnt habe, da waren Asylantenlager. Die Leute sind nachher gekommen, die haben keine Ausbildung gehabt. Die wissen nicht, was sie machen sollen. Die bekommen vielleicht 70 Mark Asylantengeld im Monat. Aber am Hauptbahnhof stehen sie rum mit dicken Rolex-Uhren, tauschen ihre Haschpaketchen aus, pöbeln deutsche Frauen an. Ja, natürlich. Kommt alles bekannt vor, ist geil, ne? Wenn man mal so einen zeitlichen, wenn man mal so eine Zeitreise wieder macht, das 20, ich meine, dürfen wir vergessen, 1985, das ist fast 40 Jahre her, Leute. Das ist so geil, wie das heute auch so erzählt wird, weißt du? Dicker Messer, dicke Rolex, dicke Pakete hin und her schieben und dann Asylantenlager, ja. Also den jungen Mann könnten wir heute noch mit einigen Politikern austauschen. Ein bisschen nur ein Hemd an, Krawatte drüber. Könnte der heute noch genauso damit machen. Würde mich mal so interessieren, was aus den Leuten so geworden ist. Das würde mich mal interessieren. Meldet euch gerne. Bitte schreibt mir bei Philipp Schlaffer, heiße ich, bei Instagram. Oder schreibt eine E-Mal an info@extremistlos.de. Würde mich mal so interessieren. Geht gar nicht so um die Öffentlichkeit. Aber so hat man damals schon versucht, Angstarbeit zu machen. Ne? Das ist Angstarbeit 1985. Ganz normal. Genau, fehlt nur noch das Scheinasylantengeschwätz. Das war auch ganz stark in den 80ern, 90ern. Das Thema Scheinasylanten, wo dann auch viele mit aufgesprungen sind. Ja, und Pete Mitchell schreibt auch gerade, was nur 70 Mark hieß es nicht immer, die kriegen es hinten und vorne reingesteckt. Ja, ja. Die Stirns von den beiden kommen auch direkt aus der Verpackung. Ja, der Kragen noch nicht mal ein bisschen ausgeleiert. Und jeder weiß, bei so einem Gildan B- und C-T-Shirt oder Fruit of the Loom, einmal angezogen, ausgeleiert. War. Natürlich, Mann. Also, das ist deine Meinung. Da gibt es noch zwei Wortmeldungen, die wollen wir da anschließen dran. Das sind die ganz typischen Vorurteile, die man immer hört von normalerweise Rechtsradikalen oder so. Das ist ja jetzt voll globalisiert, das klingt gerade so, als wenn alle Ausländer so wären. Das ist vielleicht ein ganz kleiner Teil und an denen hängt ihr eure Argumente auf, dass ihr eure Ausländerfeindlichkeit aufbaut. Genau, gut gesagt. Also wie gesagt, auch da muss man Realist sein. Natürlich gibt es Kriminalität im Bereich von Migranten, von Asylanten, Flüchtlingen, keine Ahnung. Das gibt es aus allen Bereichen und das ist auch eine Sache, die zu verurteilen ist, auch die, über die man sprechen darf. Aber wie gesagt, hier geht es darum, genau, alle Ausländer, alle jungen Leute dort, alle in Frankfurt mit Messer, alle rauben und alle Deutschen sind alles super. Wenn Deutsche nur mit Deutschen wohnen würden, dann wäre es super. Natürlich bis Deutschland wieder zu anderen Ländern rüber guckt. Oder du nicht so funktionierst, wie das System das willst. Du Sozialdemokrat bist oder heutzutage wahrscheinlich ein Grüner oder du bist ein Volksverräter, so wie ich, dann ist Arbeitslager auch schnell für Deutsche auf. Ja. Hey. Dann wollen wir ganz direkt fragen, bist du ein Rechtsradikaler? Ich bin Mitglied der Wiking-Jugend und ich gehöre zur Kühn-Truppe, weil ich zu Michael Kühn stehe. Ganz einfach. Okay. Dann ja, das habe ich vergessen. Also Kühnentruppe, Teil der Wiking-Jugend, Kühnen, ich bekenne mich zu Kühnen, also hier reden wir dann auch über Hardcore-Neonazis, ne? Hier reden wir dann nicht mehr so, hier, ich bin mal ein böse Onkels-Fan oder so. Ja, und das ist natürlich das, woran sich viele Jahre dann die Leute auch aufgehalten haben, hier, guck mal, das sind die Onkels-Fans und so weiter, das hat denen natürlich hier auch geschadet, wobei geschadet muss man sagen, das sind alles mehrfache, weiß ich nicht, mit Sicherheit zweistellige Millionäre. Und das sage ich voller Anerkennung, was die sich daraus gemacht haben. Aber das hat natürlich dann hier damals nicht geholfen. Ne? Ja. Bis wir das zuordnen können. Da gab es noch eine Wortmeldung.
Ich meine, es gibt von den Deutschen genauso viele Gangs und so weiter. Die gab es auch schon vorher, bevor der große Ausländerboom hierher kam. Gab es von den Deutschen und genauso viel. Digga, der Style, Pullover, geil. Die Haare, Style, als wenn meine Mutter mich angezogen hat. Boah, Mama, ich weiß nicht, ob du das später guckst. Wow, also der Pullover mit Polohemd drunter, Friese, mega geil. Na? Nee, so eine Talkshows werden heute nicht mehr möglich. Muss ich auch sagen, weiß ich nicht, inwiefern man das will, aber es ist halt ein gutes Zeitdokument. Ja. Diese. Kann ich auch mal was sagen? Ja? Also ich bin der Meinung, mit den Jugendgangs, da kann ich dir nicht ganz recht geben. Es gab schon immer Jugendgangs, einen Rocker und alles Mögliche, ja. Aber diese speziellen Jugendgangs, von der ich jetzt geredet habe, die haben sich in den letzten Jahren so stark angestiegen. Das sind wirklich, also in Frankfurt zähle ich mindestens 10, 12 Banden, die innerhalb vom letzten und vorletzten Jahr, die sich einfach so gebildet haben. Und das muss doch von irgendwoher, muss das doch kommen. Also man muss auch dazu sagen, nicht jeder, der sich zusammenschließt in der Gruppe, auch gab es, das muss man sagen, für Mitte 80 bin ich jetzt nicht der richtige Ansprechpartner. Dazu kann ich mir jetzt gar nicht so sagen, ich kann das wie gesagt nur auf die Ebene der Mitte 90er heben, dann bei mir gab es halt auch allen möglichen Leute, die sich zusammengetan haben, wie gesagt, ich erinnere mich selbst, diese Vespa-Fahrer waren nachher eine Gang von 30, 40 Leuten, die dann ihre Bomberjacken hatten und dann durch die Gegend gefahren sind und sich auch irgendwo geprügelt hatten, auch wir hatten dann mit Gangs zu tun aus dem Bereich, ja, was war das, türkisch, libanesisch, Russland, Deutsch hat sich damals zusammengetan und so weiter. Aber nicht jede Bande, die sich grundsätzlich gegründet hat, ist immer los, hat immer Gewalt und ist immer nur Messern und Rauben gegangen und so. Das wäre absolut Chaos gewesen. Das stimmt einfach nicht. Ne? Genau. Und warum bilden sich die Banden? Wahrscheinlich, weil sie von Nazis gejagt wurden oder alleine draußen waren. Ja, also es hat ganz unterschiedliche Gründe, ganz oft. Ne? Viele Leute fühlen sich auch in Banden einfach wohl, besonders wenn man jung ist. Aber das, was hier erzählt wird, ist ja in den 80ern keiner rausgegangen. Ich hab die 80er als Kind zumindest sehr behütet. Aber ich bin auch nicht in Frankfurt aufgewachsen, also vielleicht kann jemand was dazu sagen, aber ich bin nicht in Frankfurt aufgewachsen und ja, weil mir fällt auf, Philipp trägt Kevin Scheinert Sandan, dass AWUCH sauber nicht gewirkt ist, so. Ja, also soll ich dir sagen, die kommen aus wahnsinnig asozialen Verhältnissen und die werden eben gerade von unserer Gesellschaft total unterdrückt. Bitte laut und ins Mikro, bitte. Ich möchte gerne wissen, aus was für Verhältnissen du kommst. Ich? Ja? Ich komme aus ganz normalen Verhältnissen. Stellst du das so dar? Wie bitte? Stellst du das so dar? Ja, klar. Und was verstehst du unter ganz normalen Verhältnissen, wenn du asozial sagst? Wenn ich asozial sage... Wie bitte? Ja, ist doch so. Asozial. Asozial heißt für mich, wenn jemand Verhältnisse stammt, wo mit 2 Jahren mit Alkohol, dass sich die Pumpe vollhaut, ja? Oder mit... Wenn er von Türken jeden Tag mit Hasch vollgepumpt wird, das ist für mich asozial. Jeden Tag mit, ja, ist halt doll, ne? Ist halt, ja. Du willst halt, will halt seine Geschichte da erzählen, ne? Wenn du es genau weißt. Also ich würde ganz gerne mal dazu was sagen. Ja. Und dann haben wir dazu auch einen von den Fernsehzuschauern eine Frage. Also bitte du noch und dann Jacqueline. Also wir als Gruppe, wir distanzieren uns total von irgendwelchen rechtsextremen Parteien. Damit haben wir überhaupt nichts zu tun. Und wir waren noch nie... Die haben dein T-Shirt, Stefan. Ja, Böse Onkels. Ja, ich weiß. Das sind deine Fans, ich meine vielleicht. Gut, ne? Es gibt auch eine ganze Menge Gruppen, die auch Fans haben, die sie vielleicht nicht haben. Ich will nicht sagen, dass ich nicht habe, will ich... Oh, jetzt wird's aber wischiwaschi, ne? Da war das noch nicht so, da waren sie noch nicht stabil genug, um jetzt so die große Abgrenzung, ne? Also kann man mal sehen, was das für ein Prozess auch war, ne? Gerade jetzt noch vor 600 Skins gespielt, da soll auch der Bruch so ein bisschen in Lübeck und so gewesen sein, dass man dann sagt, okay, ist das das Publikum, wollen wir das machen? Die klare Abgrenzung hier irgendwie zum Rechtsextremismus ist auch nicht ganz klar. Ja, zu rechtsextremen Parteien, ja, dass sie sich da damals dann nicht hier FAP, Wikingerjugend, NPD und so weiter dann dort zugehörig fühlten. Aber natürlich hätte man hier, wäre natürlich ein anderes Statement gewesen und sagen, ja, zieht unser T-Shirt aus, eigentlich wollen wir euch als Fans nicht. Aber das ging hier noch nicht, ne, zu frisch. Und ihr dürft aber hier immer nicht vergessen, Leute, ist mir auch wichtig, ne, bevor ihr wieder umgehackt wird aus der Onkels-Bubble, die sind hier 21 und 22 Jahre alt. Ja, also da muss man auch ein bisschen Verständnis für haben.
Ja, also tut mir leid, damit meine ich nicht, ja, jemand mit 2021 darf jetzt Rassist oder Nazi sein oder sonst was, aber für die Entwicklung muss man es trotzdem damals noch sehen, ist das hier natürlich noch kein ausgereifter Erwachsener. Da bleibe ich heute dabei, dass man mit 2021, 22 einfach noch kein ausgereifter Erwachsener ist. Also ist einfach mein Gefühl. Ich finde jeden toll, der meine Musik hört, egal aus welchen Motiven. Ich bin der Meinung, also dass wer das Frankfurter Bahnhofsviertel kennt, das ist ein ganz spezieller Fall. Ja? Im Frankfurter Bahnhofsviertel, da leben statistisch gesehen von 6 Leuten sind 5 Ausländer. Und das ist wohl also ein extremer Fall, ja? Sagen wir es mal so. Es gibt auch in Frankfurt... Die Zahlen, die immer rausgehauen werden hier von allen, ne? Kann man mal sehen, das ist nicht nur heute so mit Fake News oder so. Jeder hat auch irgendwie Zahlen, ja. 10 Millionen da, 30 Banden, 50 da, hier jeder Vierte oder 4 von 5 und so weiter. Da wird natürlich rausgehauen, ne? Das ist nicht neu. Mit schönere Viertel, wo man auch friedlich durchgehen kann. Und natürlich sind... Ach, Stefan Weidner ist schon immer Diplomat, ne? Merkt man hier auch schon, ne? Einfach Diplomat durch und durch, ne? Der hätte auch in der Botschaft arbeiten können, in Nordkorea bis China, einfach so, wie wir hier oben sein. Das soll gar nicht beleidigend sein, aber wie so ein glitschiger Aal, den man nicht greifen kann, einfach, ja? Also gegen ihn ist ein Aal einfach ein Pelztier. Und auch viele Deutsche gewalttätig und tun auch alten Frauen die Handtaschen klauen oder was weiß ich was. Nur, das ist gar nicht das eigentliche Problem jetzt, sagen wir mal, die Ausländerverbrechen, ja? Sondern das Problem ist das Zusammenleben mit den Ausländern. Das ist das eigentliche Problem, von der Kultur her gesehen und von der, also ich weiß nicht, man kann mit denen irgendwie unheimlich schlecht auskommen, die passen sich einfach nicht an. Ich meine, ich bin auch relativ unangepasst, muss ich auch sagen, aber sag mal, wenn ich in Urlaub fahre, dann versuche ich mich einigermaßen den Verhältnissen, wie sie da sind, anzupassen, ja. Ich glaube, da passen wir Deutschen und Engländer so gar nicht in dieses Klischee, dass wir so anpassungsfähig sind im Urlaub. Es tut mir leid, da muss ich selber lachen, weil ich hab, darf man das sagen, wie beim Fußball, auswärts ist man, also das tut mir leid, also ja, Urlaub und normales Leben ist ja auch 1:1, ja, und dieses Anpassen, also ich finde das ja ganz schlimm, wenn jemand über Integration spricht und dann immer das Anpassen fordert. Anpassen finde ich ganz fürchterlich, sondern es geht darum, dass wir alle uns an die Regeln halten, die dieser Staat aufgestellt hat, an die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Daran müssen sich alle halten. Aber anpassen muss sich für mich keiner. Also keiner, wir haben letzte Woche Koreanisch geholt und ich würde nie von dem Koreaner erwarten, dass der, so wie ich, Sandalen, meine Birkenstocks mit weißen Tennissocken trägt, einfach weil es hier kulturell einfach so eine Sache ist. Also tut mir leid, um Anpassen geht es nicht. Es geht um das, dass wir uns einig sind, dass wir in der Demokratie leben, in der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Aber um Anpassung geht es mir nicht. Anpassen finde ich ganz fürchterlich. Also ich halte mich an die Regeln, die auch in dem Land sind, wo ich hinreise. Aber ich passe mich da nicht an alles an. Also ich habe nicht in den Vereinigten Arabischen Emiraten auf einmal angefangen, auch mich dementsprechend heimisch zu kleiden. Ich weiß jetzt nicht, wie die Kleidung genannt wird, es tut mir leid, ich weiß es nicht. Aber das ist für mich unwichtig. Also Menschen dürfen sich auch gerne ändern, muss man uns aber vorwerfen, dass sie jahrelang versucht haben, in der Vergangenheit schön zu reden, zu verschweigen. Hätten sie aber Vorbildfähigung und Gerechtigung, wir lagen falsch, macht ihnen selber viel, wäre es gut gewesen. Inzwischen gehen sie aber offen kritisch mit der Vergangenheit um. So einfach sehe ich es aus, Frieg Steffen. Man hat viel zu lange da so ein Wischiwaschi drum gemacht. Das ist das, genau. Aber mittlerweile hege ich da gar nichts. Oh, mein Dönermann hat letztens seinem Nachbarn gesagt, dass er ordentlich Müll trennen soll. Integration abgeschlossen. Ja, das ist reif. Ralf, das ist so. Und ich mach da nicht. Das ist das, was du gerade angesprochen hast. Akzeptieren die uns? Ja, die akzeptieren euch. Das ist immer mal gut. Ich sage ja auch, ich kenne auch wirklich eine Menge Ausländer, die auch ganz, muss ich ganz ehrlich sagen, die wirklich ganz in Ordnung sind. Ich kann aber nicht immer nur sagen, der Ahmed und der Abdul sind in Ordnung und die nicht. Ja? Also ich verallgemeine da halt schneller, das ist ganz einfach. Ja, aber wenn du da irgendwie verlangst, dass gegen die Ausländer vorgegangen wird, dann wird auch gegen die vorgegangen, die du okay findest. Und das wäre dann auch ich und der Efkan und die, die du gern magst. Wenn irgendwie ein Gesetzesbeschluss kommt, dann sind wir alle gleich und wir gehören zu denen, die du da verurteilst. Also ich sehe da schon Unterschiede. Da nützen deine Unterschiede nichts, wenn Gesetze gemacht werden. Auch im politischen Bereich.
die Sache zu ermöglichen. Wir können erstens gar nicht alle Ausländer abschieben, allein schon wegen der Wirtschaft her, aber es ist einfach zu viele. Das ja, wie willst du das dann machen? Das würde mich mal interessieren. Ja, die klassische Frage, also wer darf dann bleiben, wer entscheidet, wer ist ein guter Ausländer? Hier der Dönermann von Ralf, der ist in Ordnung, weil Ralf da regelmäßig seinen Döner holt. Aber natürlich der Dönerladen eine Straße weiter, den man nicht kennt, der ist dann auch schlimm. Also das ist immer die Frage, die wir ja auch so oft gestellt haben. Wer beschließt das nachher? Ja, nach welchem Verfahren? Nach hier Ene, Mene, Mu oder Karten ziehen? Oder das ist ja auch immer so dieses so mit den Vorstrafen oder sonst irgendwas. Ja, auch da, ja, da sagt man immer, ja, die vorbestraft sind. Ja, du kannst heute auch für Dinge vorbestraft werden, sag ich dir ganz ehrlich, wo man sagt so, ja, okay, das ist nicht alles immer mit schwerstem Vorsatz und so weiter. Ja, und ich bin auch nicht dafür, dass jeder, der jetzt sagt so, ja, jeder, der jetzt hier irgendwie mal eine Anzeige hatte oder so, muss man abschieben. Alter, dann, also wenn man danach gehen würde, wen ich alles kenne, wer auch schon mal eine Anzeige hat und so weiter, das ist halt sehr, sehr einfach gemacht. Ne? Also die Frage ist immer berechtigt, wer legt es irgendwann wie fest, wer hier wie zu gehen hat. Die Frage ist absolut berechtigt. Ja, das müsste ich mir Sorge schon der Politiker, würde ich meinen. Aber die kümmern sich überhaupt nicht darum. Das ist meine Meinung. Die kümmern sich schon auch darum. Also ich finde, die kümmern sich überhaupt nicht darum. Ja, jetzt wenn du mal überlegst... Das ganze Problem, was ich vorhin angekadert habe, ja, dass wir damit konfrontiert werden, nicht die Leute, die in 500er Benz steigen und dann in ihre Villa fahren, die lernen das nicht kennen, die wissen nicht, was da los ist, die sehen es vielleicht aus Zeitungsprospekten, aus irgendwelchen Zeitungen, wo sie es lesen, aber die werden niemals angepöbelt, angemerkt, weil die sowieso ihre komischen Bosse nebendran haben, die aufpassen. Ist das geil, dass das Telefon im Studio klingelt. Geil. Mega gut. Die da oben kennt man irgendwie. Ja, also wenn man jetzt das Bild rausnehmen würde, 500er Benz fährt vor, wissen nicht mehr, was hier auf der Platte los ist, ja, so ein Ding hat er und das könntest du heute von 1 zu 1 übernehmen. Also ich frage mich dann ja auch, natürlich haben einige Politiker den Bezug zu ihren Wählern verloren, das ist so, das merke ich auch manchmal, wenn ich mich mit einigen Politiker beschäftigen, was für dummes Zeug da oft gesagt wird, dann haben sie wirklich manchmal keinen Bezug mehr zur Realität. Aber wie gesagt, du kannst ja auch nicht von einem Politiker verlangen, dass der jetzt einfach mal die nächsten 3 Monate einfach nur im Bahnhofsviertel in Frankfurt wohnt oder sich rumtreibt. Ja, lustig, Pete Mitchell, genau, 30 Jahre später, ein gewisser Kevin R. zerlegt seinen R8 auf der Autobahn, ja. Ja, ist gespiegelt, eingeblendete Namen sind auch falsch rum. Ja, genau, deswegen, genau. Wegen dem Fred Perry auf der falschen Seite, genau, das Video ist gespiegelt. Ja, mich würde das heute mal interessieren, was die heute alle so sagen würden. Nicht nur die Onkels, sondern auch die alle, die dort sitzen. Dass sie da nicht irgendwie angemacht werden, das davon sowieso schon mal abgesehen. Also, die haben das noch nie bei eigenen Leuten mitgemacht, oder? Es gibt schlechte Erfahrungen, es gibt gute Erfahrungen. Aber meiner Meinung nach, von irgendwoher kommt das doch. Dieser Ausländerhass in Deutschland ist doch nicht von irgendwoher. Also da muss es irgendwelche Gründe für geben, oder? Ich habe jetzt auch noch mal was zu sagen. Die Leute, die hier sind, ja, die kommen aus Anatolien. Und das sind die Leute, die da keine Arbeit kriegen. Die Türken selber sind sehr kultiviert. Das ist ein sehr feines Land. Da gibt es alles Mögliche. Alle westlichen Gegebenheiten und wie sie sich benehmen, sind genauso wie hier. Da haben sie vollkommen recht. Aber die Leute, die hier sind, ne, das sind die Leute aus Anatolien. Das sind nicht irgendwelche von den Feinklassen. So, sagen wir mal so, besser gesagt. Der Herr will gerade dazu. Ja, war jetzt ein bisschen, halber Maniac, Dankeschön, war jetzt ein bisschen schwer zu verstehen. Um was geht es ihm jetzt aus Anatolien, die dann kommen, die dann dort in der Türkei dann auch keine Arbeit haben? Man kann das ja nicht vergleichen, die Wirtschaftsstärke, die Deutschland wieder erreicht hat, dann mit der damaligen Türkei, was da los war, von Arbeit. Und wie gesagt, Zuwanderung gab es dann auch aus Italien. Ich glaube, Italien waren die ersten Gastarbeiter, ne? Die auch für Jobs gekommen sind, die hier kein anderer machen wollte. Ne? Also wir dürfen auch nicht vergessen, in der Nachkriegsgeneration auch, es gab ganz, ganz viele Bereiche, wo die deutsche Wirtschaft war angewiesen darauf. Ne? Also von Wirtschaftswunder in den 50ern, 60 oder in den 60ern dann natürlich sehr schnell unter Ludwig Erhard, im deutschen Wirtschaftswunder wäre das ohne gewisse Zuwanderung überhaupt gar nicht gegangen.
dann immer das zu erwarten, ja, das ist noch immer so, als wenn jetzt nur, weißt du, so, mich würde mal interessieren, was sie dann sagen würden, wenn jetzt, als wenn die das erwarten, wenn man selber dann so sagt, ja, ich habe nichts gelernt und sonst was, und dann aber sagt, man erwartet, es dürfte nur ein Professor aus der Türkei kommen, ja, es dürfte nur ein Diplom-Ingenieur kommen. Also das ist immer so für mich so Wahnsinn. Es ging um ganz viele Jobs, die besetzt werden mussten, die viele nicht machen wollten und wofür es überhaupt keine Arbeiter gegeben hat. Was sagen? Geben wir noch mal das Wort. Ich möchte gerade zu Anatolien was sagen. Es ist bekannt, dass das ein sehr kulturell hochstehendes Volk ist, die Gastfreundschaft unheimlich hochhalten. Ich habe ein letztes Wort noch zu dem Kollegen, der aus Frankfurt kommt. Ich habe in Frankfurt studiert vor einigen Jahren, die man sicherlich merken wird. Da waren es keine Ausländer, die im Bahnhofsviertel geschlägert haben, da waren es die Deutschen. Und vielleicht fragt man sich mal, ob wir das nicht vorgemacht haben. So, dann wollen wir... Ja, muss man dann auch mal sehen. Also ich, wie gesagt, mich würde hier gerne mal ein Zeitzeuge interessieren, so irgendwie in den 80ern aktiv gewesen, in irgendwelchen Gangs oder sonst irgendwas. Bitte gerne melden, einfach da mal einen Einblick zu bekommen. Vielleicht sogar aus Frankfurt, Hamburg, Berlin oder sonst irgendwas, um dort dann einen Einblick zu bekommen. Man darf es auch nicht vergessen, also auch der Stand von vielen, wenn ich mich daran erinnere, hier in Lübeck, der Stand von vielen Migranten in den 90ern noch, die hatten manchmal teilweise gar keine andere Wahl, als sich auch überhaupt irgendwie zusammenzutun. Also das muss man auch dazu sagen, das war die einen haben sich zusammengetan, haben die anderen sich zusammengetan, Hauptsache man hat irgendwie eine Gang und war nicht alleine. Das war noch eine Entwicklung, die ich ganz klar aus den 90ern kenne. Also da gab es viel mehr Menschen, die irgendwie in Gangs rumhängen. Ihnen das Wort erteilen, vielleicht können wir eine Kamera draufhalten. Ich möchte zudem... Können wir ihn vielleicht mal... Gut, prima. Was mein Vorredner gesagt hat, noch dazugeben, ich bin vor einiger Zeit beruflich viel im Mittelmeerraum unten rumgekommen und ich bin dort unten von den Türken und Griechen besser behandelt worden als in Lübeck von Kollegen und Fans wahrscheinlich von unserer Rockgruppe, weil die Lübecker Verhältnisse von den Skins her dürften ja auch ein Begriff sein. So, vielleicht... Also man muss das sagen, in Lübeck, gab es eine große Skinhead-Bewegung, viel von Fußballbands ganz weit stramm rechts bis hier an die Küste, wo ganz viele der Skinheads gewohnt haben. Ich sage jetzt mal Timmendorf, Schaboys, all diese Nobelorte heute. Hier war richtig was los. Ne? Man hat ja dieses Konzert hier auch nicht umsonst gemacht. Hier gab es dann wirklich Strukturen, auch in den 90ern noch gab es die Onkels, gab es das Onkels, die Kneipe, auch in meiner Radikalisierung eine große Rolle gespielt. War eine Kneipe, die einfach nur das Onkels hieß, wo dann wirklich nur Onkels Musik gespielt wurde, wo der Anlaufpunkt war für Fußball-Hooligans, von Nazis, Skinheads bis sonst irgendwas alles. Also hier war schon richtig was los. Und wenn ihr was losmachen wollt, dürft ihr gerne hier den Werbecode benutzen. Werbung, Leute, Dankeschön. Alle, die es hier supporten bei ZEC Plus mit Philipp 10, alles rund um Klamotte, Ernährung, Eiweiß und so weiter. Ansonsten, Grillen geht wieder los, wobei wir mir jetzt nie aufgehört. Checkt das mal aus. Bei Beef Bandits mit Philipp 10 könnt ihr 10% sparen. Dankeschön, Leute. Ansonsten hier das Buch, wer das noch nicht hat, bei King unter den Kongs.de braucht ihr nur eingehen, dann findet ihr das. Und ansonsten, das Projekt läuft ja über extremistlos.de. Die neue Homepage müsste auch bald wieder online, müsste bald online sein. Und dann könnt ihr, falls ihr mich mal sehen wollt zu einem Vortrag oder sonst was, meldet euch gerne bei extremistlos. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Vielleicht können wir eine Frage aufgreifen, die eben die Jacqueline gestellt hat. Ja, eine Frage an Kevin und Stefan. Sie kommt von einer 20-jährigen Nürnbergerin. Vielleicht könnt ihr sie beantworten via Fernsehen. Sie fragt nämlich, ob die beiden... für euch sind, also Irini zum Beispiel, sind die für euch wie Deutsche? Ja, würde ich schon sagen. Warum? Ich meine, das sind Sachen, also das sind für mich nicht die typischen Ausländer. Die, wo ich meine, ja. Was ist, da kommt die Frage, was ist ein typischer? Ich kann einfach diese ganze Gerede von diesem miesen scheiß Schuldkomplex, von dem, was passiert ist vor 40 Jahren, die kann ich einfach nicht mehr hören. Guck mal, also da kommt noch viel, deswegen muss man da manchmal, in Lübeck gab es auch ein recht großes Schabtreffen in den 90ern, ja, ich weiß, da gab es aber auch regelmäßig viel, viel Ärger bei den Schabtreffen, das hat stattgefunden, nach Meinung, da gab es das Punk-Treffen mit dem Schabtreffen, da haben die Punks aber auch mit den Schabs noch Ärger gehabt und dann sind wir als Nazi-Skins noch dazu gekommen. Ich glaube, das Schabtreffen war immer am Holstentor, auf der Wiese vorm Holstentor, nicht? Oder auf der Festwiese daneben, meine ich.
Ja. Genau, aber hier, jetzt kommt sogar noch Schuldkeule, ja, kann ich nicht mehr hören und so weiter. Deswegen darf man das nicht vergessen, das haben einige den Onkels viele Jahre nicht vergessen. Und das ist bis heute, dass Leute mir noch keine Veränderungen zugestehen wollen, auch 10 Jahre raus. Und das sind so Dinge natürlich, die dann hier rausgeholt wurden, wo Leute gesagt haben, ja, oha, da war ganz schön was in deren Kopf damals unterwegs. Heute muss man sich schämen, Deutscher zu sein. Das ist ein bisschen traurig, finde ich ganz ehrlich. Im Ausland zu schämen dafür, dass man Deutscher ist, das ist halt die Traurigkeit an der ganzen Sache. Ja? Aber wir können nichts dafür, was früher passiert ist. Wir können nur verhindern, dass sowas nochmal passiert. Und das ist auch ein Problem, dass die Ausländer gehen. Ja, natürlich. Das ist doch Quatsch. Was? Man darf auch nicht vergessen, hier ist 1985. Also da gab es noch, viele, viele Alt-Nazis, viele, viele Strukturen, Vereine, die ehemals vertriebenen Verbände, die sehr viel Macht und Einfluss hatten in der Politik und so weiter. Also das, was hier der Steffen Weidner erzählt, das ist natürlich schon, das ist schon eine krasse Nummer dann hier. Er versucht diplomatisch dann immer wieder zu werden und zu sagen, ja, man muss sich daran erinnern, dass es nicht wieder passiert und so weiter. Ist aber die rauszuholen, diese Schuldkeule jetzt, finde ich, schon lässt tief blicken, auch damals. Ne? Aber wenn du anfängst, die Ausländer so zu diskriminieren, dann gehst du genau ins selbe Fahrwasser wie vor 40 Jahren. Du fängst genau mit dem selben wieder an. Das ist das typische Diskriminierung. Du jetzt. Wir leben in der Demokratie und jeder soll versuchen, seine Meinung zu geben. Ja, okay, dann lass mich bitte mal ausreden, wenn wir demokratisch sind. Und man muss Probleme, wenn Probleme auftauchen, und das ist ein Problem oder nicht, die muss man bewältigen können. Du, das sehe ich auch ein. Auf irgendeine Weise muss man die bewältigen können. Ich denke, du bist demokratisch, dann lass mich doch bitte auch mal ausreden, ja? Ja, mach ich. Gut. Wie willst du das Problem lösen? Arbeitslosigkeit gibt es in allen Ländern. Weißt du, wie viele Deutsche im Ausland leben und im Ausland arbeiten? Wie viele Deutsche in der Türkei arbeiten? Nicht viel. In Italien? Kevin damals auch noch ein wütender junger Mann, ne? Im Vergleich zu Stefan Weidner. Kevin damals auch ein wütender junger Mann. Fühle ich mich sehr abgeholt dabei, wenn ich das sehe. Eine ähnliche Wut hatte ich da auch in mir. Das ist schon sehr, sehr konfrontativ, ne? In Frankreich, ja, du auch musst es zusammenrechnen. Und was machen die dort zu arbeiten? Und stell dir Hochqualifizierte. Ja gut, aber jetzt, wenn wir alle Ausländer rausschmeißen, okay, wir lösen damit das Problem, wir haben Arbeitsplätze frei, dann haben aber all die anderen Länder dieser Erde dasselbe Recht, die Ausländer rauszuschmeißen. Das heißt, alle Deutschen werden auch aus diesen Ländern rausgeschmissen, kommen zurück nach Deutschland. Dann ist unterm Strich genau wieder dieselbe Situation wie jetzt. Und wenn du sagst, dass man mit Ausländern nicht zurechtkommen kann, schau Amerika an, da leben nur Ausländer miteinander und gut miteinander. Na gut, ja, dann würde ich doch an die Ausländer... Kann man mal sehen, damals, dass so nichts moderiert worden ist und so weiter, ist dann auch so, ja, in den USA, das gelobte Land, dort leben alle, dort leben alle Menschen toll miteinander. Weiß ich nicht, aber 1985 die Chancen der schwarzen Bevölkerung dort dann als glücklich miteinander bezeichnen kann. Also hier wird natürlich sehr, sehr viel, alles hier wird so krass so erzählt, da müssen dann alle Ausländer raus, nur Deutschland, nur Weiße, nur Deutsche. Hier sind natürlich ganz, ganz klare Fronten, hier ist ja noch gar nichts differenziert. Ne? Erlaubst du, dass da einer... Mich hätte damals auch interessiert, was die Definition von einem Ausländer ist für Kevin. Ist ein Franzose ein Ausländer, ist ein Engländer ein Ausländer, ist ein Dänen ein Ausländer oder wo geht's los? Polen, Rumänien oder Türkei? Mich mal interessiert die Definition. Noch was dazu sagt? Vielleicht könnt ihr dann zusammen beantworten. Ich möchte nochmal auf den Schuldkomplex zurückkommen. Ich war jetzt 4 Wochen in Griechenland, ja. Kannst du ein bisschen lauter reden? Ich empfinde das genauso wie der Herr da drüben, ja. Ich habe das Gefühl, dass wir den gegen den Ausländer, also dass wir da eine Schuld haben, aber nicht wegen vor 40 Jahren oder so, ja, sondern weil wir hier die Ausländer teilweise behandelt werden, ja, was die für Jobs machen und so. Das finde ich knallhart und wie freundlich die dann noch sind, wenn wir zu ihnen kommen. Ich meine, da habe ich echt einen Schuldgefühl. Warum sind sie denn freundlich, wenn wir zu denen kommen, weil die Wiesen bringen, so ganz normal? Nee, das würde ich nicht sagen. So. Da bist du jetzt angesprochen. Das ist so, ich weiß nicht, wer von euch auch so hart abgeholt wird jetzt bei dieser Doku. Das sind die ganz normalen Argumente, mit denen wir auch gesagt haben, ja, warum werden wir gut behandelt? Ja, weil wir mit der starken D-Mark kommen, weil wir Deutschen kommen, weil wir, ja, also jetzt hier, jetzt kommt die Krone der Schöpfung und wir müssen jetzt hier auch, Wahnsinn, Wahnsinn.
Im Dezember 91 gab es in Lübeck den March of Skinheads, Skinheads but not racist. Ich habe gerade mal im Archiv gestöbert. Markus Haraldsson, falls du irgendwas dazu hast, eine Doku oder irgendwas, was wir gucken können, schick mir das gerne an info@extremismus.de. Ja, also das ist immer, andere sind nur nett, weil sie was von uns kriegen. Natürlich gibt es das, dass man als Tourist irgendwo hinkommt, ist man nett, weil man als Tourist. Ich muss sagen, also wir haben einen guten Bekannten, den wir kennengelernt haben, Faisal aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Der auch einen Freund von mir hier schon besucht hatte, der noch nie Schnee gesehen hatte, das war ganz interessant, der uns dort eingeladen hat, und dem ging das nicht darum, dass wir dem die Wiesen bringen und so weiter. Das ist alles immer so, es geht dann nur das. Aber es zeigt dann immer, was man dann schon im Kopf hat, dass du es gar nicht zulassen willst, dass man dem anderen das Menschliche zugestehen will, dass es auch vielleicht Kulturen gibt außerhalb von Deutschland, die vielleicht mehr mit Gastfreundschaft zu tun haben und anders umgehen mit Menschen, vielleicht wie es 1985 in Deutschland war. Ja. Ja, wenn wir jetzt alle da einwandern würden, Stefan, Arbeitsplätze wegnehmen würden, was meinst du, wie schnell die sich umkommen? Stefan, vier Gäste, die beiden haben bislang kaum was gesagt. Ja, und das Geile, wir alle, ne? Es muss dann immer alles so krass sein, ne? Also wenn, dann müssten jetzt alle damals noch, was weiß ich, 60 Millionen Deutsche oder, keine Ahnung, aus der DDR sind, glaube ich, 15 Millionen knapp rüber, ne? Zumindest teilintegriert. Tut mir leid, Thüringen. Ja. Irene, bitte, jetzt hast du das Wort. Ja, ich wollte sagen, und zwar, diese Schuldgefühle beruhen nicht unbedingt auf diesem Geschehnis vor 40 Jahren, sondern ich glaube mehr, dass es darauf beruht, dass einfach die Kultur und die Mentalität zum Beispiel in südlichen Ländern einfach anders ist, dass eine größere Gastfreundschaft da ist und das brauchst nicht lachen, ja. Und dass das einfach, dass diese Länder von Deutschland unterscheidet und dass das die Leute meinen und nicht unbedingt. Also man muss sagen, Deutschland hat nicht die größte Gastfreundschaft. Das ist einfach so, ich habe auch schon ein bisschen jetzt was von der Welt gesehen. Deutschland ist nicht das Land, wo du gleich als erstes erstmal, ist nicht das Land mit der größten Gastfreundschaft. Also wenn ich jetzt menschlich das sehe, das muss ich sagen, aber ich war auch schon in anderen Ländern, wo es dann auch nochmal drunter und drüber war. Das muss man einfach mal sagen. Das ist so eine Erfahrung. Und auch da, da muss ich auch sagen, will ich auch nicht alleine einen Pott werfen, aber es ist jetzt nun nicht so, dass ist vielleicht nicht die größte deutsche Stärke, die uneingeschränkte Gastfreundschaft zu Menschen, auch im privaten Bereich. Ich will es jetzt mal nur auf den privaten Bereich runterbrechen. Das, was vor 40 Jahren war, das sind nicht die Schuldgefühle, sondern wie verhalten sich Deutsche in Deutschland und wie verhalten sich Griechen in Griechenland gegenüber Ausländern. Und ich glaube, das waren die Schuldgefühle. Efkan, du wolltest, glaube ich, auch dazu was sagen. Ja, ich finde überhaupt, wenn jemand sich schon so krass und deine einzigen Probleme darin besteht, gegen Türkenbanden zu kämpfen, und ja, was dann? Für was dann? Kevin, was für Probleme Mikro, hast du mit Türken? Was ich für Probleme habe? Ja? Die kannst du vielleicht auch nicht verstehen. Ja, erzähl sie bitte, erzähl sie bitte. Ja? Erzähl sie bitte. Oh, dass da nicht der Draht durchgeschmort ist, weiß ich nicht, wie die sich hinter der Bühne dann nachher behandelt haben. Es wäre so interessant, dann einfach mal den Gesprächspartner mal zu haben. Ja. Da gibt es nicht viel zu erzählen, ich habe das schon angeschnitten, oder? Die stört die Anwesenheit der Ausländer. Hör mal zu, ja, ich habe auch eine Freundin, ja. Und die sagt mir ohne Flex, dass sie jede Woche mindestens einmal in der S-Bahn oder U-Bahn, also auf übelste Weise beschimpft wird, ohne Grund, wirklich beschimpft und versucht wird anzufassen. Ey, geile deutsche Frau, komm Ficke, ja, so ist das, so, und so ist. Ja, ich gestehe, ich bin nicht der große Busfahrer, aber letztens mal Zug gefahren, ich bin zweimal Zug gefahren im letzten Jahr, tut mir leid, ich bin ein Autofahrer, oder jetzt? Oh Wunder, ein Rini wird beschimpft mit schwarz-weiß-roter Flagge, ja, genau, so ungefähr muss man sich das vorstellen. Nein, also es gibt Belästigung aus allen Bereichen, es gibt Belästigung von Migranten, von Flüchtlingen, gibt es aus allen, aber dieses so mindestens einmal die Woche schwerst beleidigt, schwerst bepöbelt und so weiter, diese Narrative gehe ich einfach nicht mit, ja. Sympathische Ausstrahlung hat der Kevin da, ja.
Durch euch. Darf ich dazu auch was sagen, da ich nämlich eine Frau bin, ja? Und zwar, ich werde oft genug von Deutschen angemacht, aber nicht nur von Deutschen, sicherlich auch von Ausländern. Aber und ich bin auch schon also unangenehm angefasst worden von einem Deutschen und habe also dem einen Arschtritt verpasst, leider. Hast du auch vollkommen recht. Da ja, aber ich meine, du kannst das nicht als Argument gegen Ausländer nehmen, weil ich tue es nicht verallgemeinern, ja. Boah, die Banden dann in Frankfurt, die Ausländer, ist schon ziemlich verallgemeinert, würde ich sagen. Tue ich absolut nicht. Ich tue es nur für mich. Ja, nur für mich. Tue ich einen gewissen... Ja, guck mal hier. Aria Hasch schreibt, ich stamme aus dem Iran. Wenn ich Bahn gefahren bin, war bei vier und bei Viererplätzen saß, hat sich nie jemand in meine Nähe gesetzt und kleidungsmäßig passe ich überhaupt nicht ins Klischee. Das fühle ich, auch diese Erfahrung fühle ich. Ja. Herz schüren. Ja, auch eine interessante Körperhaltung, ja, ist natürlich sehr, sehr konfrontativ, sehr, sehr angespannt, ne? Weil ich habe auch wirklich viel schlechte Erfahrungen. Ja, aber warum? Gemacht. Warum dann gegen ich die Ausländer, wenn das nicht... Ich tue es gegen das Volk verallgemeinern, ja. Ich tue es allein gegen die Leute, die sich die Frechheit erlauben, überhaupt sowas zu machen. Das ja, also dann darfst du aber nicht das Wort Ausländer davor setzen. Das ist kein Argument. Mal auf, jetzt gibt es drei Frauen, die dazu was sagen wollen. In der Reihenfolge du und das Mädchen mit der Brille. Vielleicht erstmal hier vorne das Mädchen mit der Jeansjacke. Also ich möchte auch mal sagen, und zwar... Herr Ralf hat es gerade geschrieben, über 80% aller Verbrechen werden durch Männer zwischen 18 und 60 Jahren begangen. Lösung, alle Männer ins Gefängnis. Ja, so ungefähr könnte man sagen. Deutsche Freundschaft, hast du eine Waffe oder ein Messer? Ich bin eine deutsche Frau und sage das. Deutsche Freundschaft. Deutsche Freundschaft. Da war doch erst das Bayern-Spiel, ja? Da war ich am Bahnhof und da sind besoffene Deutsche gekommen und mehr oder weniger besoffene Ausländer auch daher gekommen. Die Deutschen sind blöd hergekommen. Wisst ihr, wann Frühling ist? Immer wenn der HSV wieder ein Nest verkackt. Ja, ist so. So, Entschuldigung, Leute. Ich war abgelenkt durch den Kaffee, so. Sind besoffene Deutsche gekommen und mehr oder weniger besoffene Ausländer auch dahergekommen. Die Deutschen sind blöd hergekommen, die Weißen, ne? Und haben alle gesagt, genau das Gleiche, willst du mal mit mir ficken und so weiter. Wenn es nicht macht, dann hau ich dir eine rein. Die Ausländer, später eben auch vorbeigekommen, kein Wort gesagt. Ich meine, das ist kein Wort, da hat mich kein Mensch angemacht und das ist mir schon öfters passiert. Also bis jetzt hat mich noch kein einziger Ausländer blöd angemacht. Also davon weiß ich nichts. Okay. Also ich würde sagen, also ich bin der Meinung, das kann schon passieren, das passiert überall, das passiert in jedem Land, ja. Aber ich komme mir jetzt wirklich vor, ich komme mir vor, als wäre ich der einzigste Mensch in Deutschland, der schlechte Erfahrungen macht. Warum traut sich keiner, was zu sagen? Ja, aber Kevin, manchmal ist das auch so, dass wir nicht alle die gleichen Erfahrungen machen. Und du gehst natürlich schon mit einer anderen Haltung auf die Straße, so wie ich auch auf die Straße gegangen bin. Wir sind schon mit Wut und Aggression auf die Straße gegangen. Und dann findet man auch andere wütende Männer. Das ist einfach ein Prinzip, das ich gelernt habe. Und das wirst du jetzt in deinem Alter auch gelernt haben, weil wir beide zu dem Zeitpunkt, du bist da 21 und ich bin als 21-Jähriger auch sehr, sehr wütend auf die Straße gegangen. Und wenn du mit Wut und Aggression morgens schon losgehst, findest du jemanden. Du findest jemanden, der auch so aufgestanden ist. Und besonders wenn du ein Feindbild suchst, dann findest du dieses Feindbild ganz bestimmt, das sich auch mit dir kloppen, boxen will und so weiter. Seitdem ich nicht mehr wütend auf die Straße gehe, wisst ihr, was da seitdem nicht mehr passiert? Ich begegne nicht mehr so viel anderen wütenden und aggressiven Menschen, weil ich da gar keinen Blick für habe. Warum eigentlich? Ich habe zwei ausländische Brüder, ich habe in Amerika gelebt und da haben mich die Schwarzen aus Hass auf Deutschland haben mich verhauen, ja, in der Schule dort. Ich meine, aber hier in Deutschland dürfte das auch nicht sein. Okay, Schwarzen gibt's genauso. Okay, pass auf, wir lassen noch die anderen beiden Mädels ran. Du? Also ich weiß nicht, war. Weißt du, du pochst die ganze Zeit auf Deutschland, war. Und ich bin auch Deutsch, war. Und ich bin von Skins schon wesentlich öfter angemacht worden, als wie von irgendwelchen Türken, verstehst du? Ja, so von wegen, ey, komm, ey, schreib. Ja, guck dich mal an. Lass dir den Arsch auf und so, weißt du? Das ist doch zum Kotzen. Ja, du brauchst überhaupt nicht auf die Türken schimpfen, ja und? Ey, ich fühle mich absolut nicht als irgendein asoziales... Da,
Wisst ihr, das ist das, das darf man dann immer nicht vergessen, wenn Menschen darüber sprechen mit den Onkels, und wir dürfen nicht vergessen, es ist 40 Jahre her, die Onkels haben eine Veränderung durch und so weiter. Ja, also, aber natürlich solche Kommentare, ja, du ziehst dann jetzt dein Land in den Dreck und so weiter, das war natürlich Wasser auf die Mühlen der Leute, die gegen die Onkels sind, ne? Objekt oder so, wa? Also ich will dir eins sagen, wir haben als Punkgruppe angefangen, ja? Und ich weiß, wie es damals gewesen ist. Und wenn wir früher aufs Maul gekriegt haben als Punks, dann war das, ich meine, gut, damals war es vielleicht nicht so extrem mit Skins, aber da waren das so zum Beispiel diese Italiener, Papa oder was ist ich was gewesen. Und wenn du das verleugnest, dann... Diese Italiener... Wusste mir wirklich leid, ne? Also weil du musst genauso schlechte Erfahrungen gemacht haben. Ich weiß nicht, weil ich komme aus Berlin und ich krieg da echt nur üble Sachen von Skins rüber, absolut nur, war. Ohne Anmache, ohne alles, war. Okay. Da braucht echt nichts, war. Da war noch eine Wortmeldung, Skins, drei Köpfe weiter, nach rechts. Ich wollte bloß eins dazu sagen noch. Ich komme aus der Zeit, wo die Italiener die Ersten gekommen sind. Da spricht heute nach 30 Jahren keiner mehr drüber. Und jetzt wird sich da festgefahren auf den Türken und so sicher, um Gottes Willen, ich begrüße es auch nicht teilweise, aber man sollte es schon alles global sehen. Auch das ist so, das ist aber so dieser Rassismus, der früher da ist. Also ich sehe das jetzt ja auch nicht alles so, ne? Also der nette Türke bei uns, der auch den Müll abholt, der ist in Ordnung, aber ich sehe das auch schon so. Das ist halt noch 80er, auch Hardcore 80er, ne? Die Menschen mit einbeziehen. Weil es für sie geht der Deutsche bei uns zum Aschenton lernen. Wer macht. Ja, das ist auch das Problem. Es würde mich selber so ankotzen, wenn ich so behandelt werden würde, wenn Leute zu mir sagen würden, nein, der Philipp ist schon in Ordnung so als Deutscher. Der Rest ist alles Kacke, aber den Philipp, den habe ich mal kennengelernt, würde mich total ankotzen, wenn es mich betreffen würde. Würde mich total ankotzen, dass ich jeden erst persönlich überzeugen müsste. Wisst ihr, ich weiß, das ist ein ganz blödes Argument, aber ich will es trotzdem bringen. Bei mir gibt es die Leute auch immer, die sagen so, ja, weiß ich nicht, guck mal, der Schlaffer, guck mal, der trägt noch Tarn. Ja. Und wenn er seine Mütze abnimmt, dann hat er immer noch einen Scheitel. Und da gibt es Leute, die dann das sagen, ja, glaube ich nicht, müsste ich erst kennenlernen, um mein Okay zu geben, ob der jetzt in Ordnung ist. Wo ich mir denken würde, Digga, dein Okay geht mir völlig am Arsch vorbei. Und genau so hätte ich das Gefühl, wenn ich jetzt der Betroffene, der Ausgegrenzte, der rassistisch ausgegrenzte Mensch wäre, dass ich erstmal jeden Deutschen und diese Perle da erstmal überzeugen müsste, dass sie mit ihrer Brille auf mich guckt und sagt so, nee, Philipp, jetzt das ist ein guter Ausländer. Der Rest, der darf den Müll ausleeren, der darf das, ne? Finde ich ganz ätzend, wenn ich jeden da überzeugen müsste. Habe ich auch am Anfang gedacht, ich müsste jeden überzeugen. Denke, habe ich mir heute manchmal... Wenn ich heute manchmal rausgehe und jemand sagt, ich finde dich scheiße, und sage ich, ist mir doch kackegal, was ändert das für meine Lebenswelt, wenn du mich kacke findest? Das ändert an meiner Lebenswelt überhaupt nichts. Geht mir völlig am Arsch vorbei. Bei uns die Dreckarbeiten, der Deutscher nicht. Und wenn heute Türken mit draußen sind, dann haben wir noch mehr Arbeitslose, weil unsere Jugend nämlich mittlerweile verlernt hat zu arbeiten. Weil sie unterstützt werden vom Staat nämlich noch. Kevin hat auch schon bei der Müllabfuhr gearbeitet. Also... Ich habe schon jede mögliche Dreckarbeit gemacht, die es überhaupt auf der Welt gibt. Das möchte ich mal betonen. Ich habe mir den Arsch krumm gefahren bei der Müllabfuhr. Ich bin zur See gefahren und all möglichen anderen Kram. Ha, Digga, du bist jetzt aber auch 21. Also das tut mir jetzt leid. Ich will ja jetzt nicht da... Vielleicht bist du mit 15 raus aus der Schule oder mit 14, keine Ahnung. Ja, machst dann noch Musik und jetzt. Und das darf man nicht vergleichen, ob man mit 21 das vergleicht mit jemandem, der dann jetzt seit 20 Jahren in Deutschland dann als Einwanderer dann irgendwie im Kohleabbau aktiv ist. Im Ruhrpott war, glaube ich, das sehr schön. Also das darf man mit 21 dann noch nicht alles zu wichtig nehmen. Ne? Natürlich, wenn er sagt, er hat da harte Jobs schon gemacht und so weiter. Aber wenn du in 5 Jahren 17 harte Jobs gemacht hast, dann heißt das, vielleicht warst du auch nicht so Randnotiz. Okay. Eine Transperson outfit, wird dann zum Thema based. Ich weiß nicht, was sowas heißt, Ralf. Ja. Ich habe alles schon durchgemacht. Ich habe die Straße gefegt und alles. Und ich, ja, ich, weil ich jetzt tätowiert bin, ich würde nicht mal mehr eine Arbeit kriegen, ja. So sieht's aus. Ja. Ja, würde ich sagen, wäre auch in den 80ern, glaube ich, wäre das schon gegangen, dass man nochmal bei der Müllabfuhr anfängt oder auch als Maurer aktiv ist. So krass, wenn man das jetzt vielleicht, ja,
auch nicht sagen. Ah, okay, danke, Ralf. Die Arbeitsstelle längst besetzt ist. Darum. Ja, du? Kannst du vielleicht da nochmal? Ja, Kevins Körperhaltung ist... Ist, als wäre ich einen Spiegel vorgehalten bekommen. Ist die gleiche wütende Haltung und auch diese Wut, ihr versteht mich nicht, ihr seid alle doof, ich sehe das nur, ihr seht nichts. Ich fühle hier Kevin zu 100%. Damalige Brüder im Geiste ist so, deswegen haben mich die Onkels auch so abgeholt. Es erklärt es für mich. Es ist für mich, warum ich dann zu jemandem auch aufgeguckt habe. Ich fand das krass, ich sehe das, ihr seid alle doof, ich hab das genauso gehabt. Ihr alle doof, ihr seht das nicht. Wieso seht ihr das nicht, was ich sehe? Ja, seid ihr alle blind, seid ihr alles Schafe und so weiter? Aber die Haltung dort ist auch Philipp mit 21. Ich würde mal sagen, er ist erst 20 Jahre und woher er denn all die Erfahrung hat, die er jetzt da von sich gibt. Und dann finde ich es noch ganz toll, wie er also hier da sitzt und von asozialen Verhältnissen redet. Ich würde mich selbst mal erstmal anschauen und dann weiterreden, was asozial ist. Bitte ausreden, ich bin gerade dran, ja? Wenn ich ehrlich bin, habe ich mehr Angst vor solchen wie dir, wenn ich abends über die Straße gehe, als vor jedem Türken, weil mit einem Türken... Und dann noch ein Satz. Darf ich mich mal äußern kurz dazu? Ganz kurz noch. Kleinen Moment, du einer nach dem anderen, bist du fertig? Ich wollte noch kurz was sagen, und zwar, ich denke, dass ihr ganz feste Grundsätze habt. Ich will jetzt nicht sagen faschistisch, sondern, aber ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt, aber das macht ja nichts. Auf alle Fälle finde ich das ganz gefährlich, wie ihr da zusammen seid und euch gegenseitig hochsteigert mit solchen irgendwelchen komischen Problemen. Ich habe da überhaupt keine Probleme. Ich kenne viele, viele Ausländer, die ich sehr gerne mag. Es gibt Ausländer, die ich weniger gerne mag, weil sie wirklich auch ein bisschen komisch sind oder genau wie ihr reagieren. Aber du redest immer von nicht verallgemeinern, aber du verallgemeinerst dauernd ständig. Ich finde es also unlogisch. Ja, also Kevin wurde hier wirklich, jemand hat es geschrieben, beerdigt. Also die junge Frau hat hier guten Input gegeben, das kann man einfach echt so stehen lassen. Wie du redest, wie du argumentierst und alles. Danke, damit soll der Kevin dazu Stellung beziehen können. Und dann, ja, also Kevin und Irene, und bitte, wenn es ginge, damit wir ja noch alle draufkommen, kurz. Also wenn du meinst, dass es unlogisch wäre, dann ist das deine Meinung. Aber jetzt möchte ich mal anfangen, ja? Wer mich als asozial bezeichnet, das ist sein gutes Recht, ja? Aber dann wollen wir damit mal anfangen, dass ich jetzt von diesen ganzen netten Menschen hier drin verurteilt werde, ja? Obwohl ihr mich gar nicht kennt. Ja, aber das ist ja genau das Problem. Ja, du verurteilst da, genauso wie ich ja früher, haben wir ja Menschen verurteilt, nur weil sie daher kommen, weil sie die Religion haben, weil die die Hautfarbe haben. Und ich finde sowieso, und ab in die Opferrolle ist so, Piet, genauso ist es dann halt so spannend, wenn man sich dann so zurücklehnt und immer sagt, so ja, selber, ich bezeichne andere als asozial und sonst was, und man hat sich selber teilweise über viele Jahre selber so benommen und über andere immer so zu urteilen. Ich versuche das gar nicht mehr zu sagen. Es ist halt im Sprachgebrauch manchmal drin, dass ich auch sage, oh, das ist asozial oder so. Aber ich finde, das generell muss man da aufpassen, wenn man Menschen nicht kennt, über Menschen da so zu urteilen. Ich versuche das nicht mehr zu machen. Problem Nummer 1. Ja? Siehst du, da sind wir mal auf dem springenden Punkt, ne? Ja, ich will den Kevin, aber dann schön ich will den Einwand nicht mal formulieren, weil es keiner verstanden hat. Sie hat gesagt, du verurteilst auch. Da sagst du, der springende Punkt, und jetzt wollen wir ihn hören. Ja, und ich verurteile genauso. Und da klatscht keiner, ne? Da klatscht keiner. Ist doch vor. Irene, dazu? Ja, ich wollte nur noch eine Frage an dich richten. Meinst du, dass das Problem jetzt mal Arbeitslosigkeit hauptsächlich daran liegt, dass es hier so viele Ausländer gibt? Nee, auf keinen Fall. Teilweise würde ich sagen. Aber nicht, das aber ist nicht das eigentliche. Was hast du denn sonst noch ein Argument außer diesem und das mit den Banden und so, aber das haben wir ja vorhin schon besprochen.
Darf ich mal also gerade mich dazu Ausländer äußern, eher. Ja. Und zwar würde ich dazu sagen, also ich komme auch teilweise mit Ausländern gut klar, so ist das nicht. Ja, tut mir leid, eine längere Version habe ich hiervon nicht gefunden. Falls jemand das noch hat, darf er das gerne noch schicken. Also man muss es auch dazu sagen, den Kevin haben sie natürlich nachher auch ein bisschen rausgenommen. Jemand hat gerade geschrieben, wie auf den Onkels rumhaken. Nein, ist aber ein Zeitdokument von vor 40 Jahren. Ich weiß nicht, was im Kopf da sich verändert hat. Der Steffen Weidner hat sich mehrmals unter die Band auch positioniert gegen Rassismus. Was, wie, wo gespielt ist, kann man mir auch die ganze Zeit unterstellen und sagen, ist keine ehrliche Veränderung oder sonst irgendwas. Finde ich ganz fürchterlich, wenn jemand sich dann gegen Rassismus stellt, gegen Rechtsextremisten stellt, nehme ich es ihm erstmal grundsätzlich ab. Jeder hat das Recht auf Veränderung. Und wer sind wir immer über alle zu urteilen und dann zu sagen, der darf sich nicht verändern, der darf sich verändern, das macht auch so eine moralische große Überheblichkeit, wenn man sagt, ich beurteile das, wer sich verändert hat und wer nicht. Und deswegen, ja, Philipp, du erzählst dich, du hast nichts mehr mit Nazis zu tun. Geh mal als Türke auf ein Onkelskonzert und schau, was du erlebst. Sharky Official, ich selber würde nicht auf ein Onkelskonzert gehen, weil ich das Gefühl hätte, ich würde da einen Satz heiße Ohren kriegen. Sharky, ich will das nicht verteidigen. Aber trotzdem können die auch teilweise nicht von 100.000 Zuschauern irgendwo an so einer Großveranstaltung, dass da immer noch 500 Idioten kommen oder 1.000 Idioten kommen. Primmelkopf, Dankeschön, Ehre geht raus. Verstehst du, was ich meine, Schalke? Ich will das nicht verteidigen, aber dass die in ihrem Publikum und als Fans ganz klar rechte, rechtsoffene, rechtsaffine, rechtsextreme und rechtsradikale drunter haben, steht für mich außer Frage, Sharky. Ja, aber nicht alles, aber nicht jede Band kann was dafür, wer wen hört und so weiter. Viele Rechtsextremisten haben auch Motorhead gehört und so weiter und deswegen würde ich Motorhead, ich weiß, es ist jetzt eine komplizierte Diskussion und so weiter, ganz viele Bands, die da missbraucht worden sind, Klamotten, die missbraucht worden sind, Lonsdale, Fred Perry und so weiter, also ich will einfach nicht, ich habe nicht die moralische Größe, um das zu beurteilen. Warum ist denn so auf dem Rammstein-Konzert nicht so? Man kann offensichtlich Rechten den Einlass verwehren, wenn man denn will. Naja, bei den Onkels, die Rechten kommen da ja auch nicht mit rechten T-Shirts hin, sondern die tragen auch Onkels-T-Shirts. Und dass man grundsätzlich sagt, man kann jeden Rechten heute erkennen, würde ich sagen, ist schwierig. Ne? Du wirst auch Rassisten auf jeden anderen Konzert treffen, keine Musik ist davon gefeiert. Ja. Der Einlass wird verwehrt. Ja, das ist aber nicht ganz so einfach. Du kannst heute nicht mehr alle erkennen. Ich will es gar nicht so doll verteidigen. Ich finde es gut, wenn es am Einlass verwehrt wird oder auf dem Konzert runtergeschmissen wird. Finch, Ehre geht raus. Ich bin einer seiner größten Fans von Finch. Hat ja auch mal jemanden runtergeworfen vom Konzert, der da abgehitlert hat oder sonst was. Nazis auf dem Helene Fischer-Konzert. Hundertprozentig. Helene Fischer findet Riesenanklang in rechtsextremen Kreisen. Das ist nun mal so. Glaub mir das. Na gut, Leute, vielen lieben Dank, dass ihr mit dabei seid. Vielleicht hat jemand noch einen Link, gerne auch immer wieder älteres Material und ich werde demnächst mit euch einen alten Skinhead-Film gucken. Da bin ich sehr gespannt drauf, freue mich drauf. Leute, wir sehen uns vielleicht nochmal in 3 Stunden live. Ehre geht raus mit Axel und ich verbleibe wie immer mit einem Ahoi von der Küste. Dankeschön für den Support über Prime, Abos, Kanalmitglieder, Patreon und so weiter. Dankeschön, Ehre geht raus. Danke, ciao, Kakao.